Na toll, mal wieder Mistwetter. Und eigentlich wollte ich fliegen gehen. Aber was soll's, ich habe ja immer Plan B, meinen Flugsimulator. Für Spektrumsender gibt's diesen USB-Empfänger hier. Einfach den Sender mit einem damit gebundenen Modellspeicher einschalten. Und Software starten. Ich nutze den Next-Simulator und ich will euch mal zeigen, warum ausgerechnet den. Guck mal, da sind bereits 9 Flugmodell-Download-Plan-Flugzeuge drin. Zum Beispiel meine Autoplane aus der Flugmodell 4 plus 5 2024. Die fliegt sich in diesem Simulator fast wie in Wirklichkeit. Schön sauber abheben, dann flach steigen, weiträumig einkreisen. Das Regenwetter habe ich schon längst wieder vergessen. Den eigenen Sender zu verwenden ist total sinnvoll und ohne Kabel sowieso. Dann wollen wir mal zur Landung reinkommen. Hier auf dem Feldweg, also gut zielen. Hoffentlich treffe ich den. Ja, jetzt flach sinken und vorsichtig aufsetzen. Hüpf, hüpf. Prima gemacht. Es sind auch noch andere Szenerien enthalten, zum Beispiel auch eine Turnhalle. Ob das für die Autoplane nicht schon zu eng ist? Jetzt mal keinen Fehler machen und die Kurven schön mit dem Seitenruder fliegen, dabei mit Quergegenstützen. Und gelandet. Sieh an, das ging ja. Aber viel lieber will ich mit dem Modell auf eine schöne Flugwiese. Da kann ich dann auch ein bisschen Quatsch machen, zum Beispiel Rückenflug üben. Sieht natürlich komisch aus mit der Autoplane, aber wo sonst, wenn nicht hier im Simulator? Ich will parallel zu dieser Schneise hier reinkommen. Sanfte Seitenruderkorrekturen, mit dem Querruder gerade halten. Puh, geschafft. Gezieltes Kunstflugtraining macht Spaß und verbessert total die Reflexe. Ich gehe mal zurück in die Turnhalle, diesmal mit der Hyperbike. Die fliegt sich tatsächlich völlig anders. Der Simulator berechnet nämlich wirklich die Aerodynamik des Flugmodells. Und er weiß im Gegensatz zu mir, wo die Hallendecke ist. Naja, dann will ich wieder nach draußen. Hier ist eine schöne große Wiese. Ich übe da mal Messerflug. Draußen traue ich mich das nämlich oft nicht und hier kann ja nichts passieren. Unter den neuen Download-Plan-Modellen ist auch der Buschtrottel meines Autorenfreundes Tom Buchwald. Und auch noch die passende Szenerie seines Heimatflugfeldes. Das ist ja toll. Boah, nach diesem anstrengenden Flugnachmittag muss ich erstmal aufs Sofa. Und wo ich schon mal da bin, kann ich auch noch was üben, nämlich Rückenflug.